In ihren Neujahrsansprachen haben die Ministerpräsidenten aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern allen Bürgern für ihr Verständnis während der Corona-Pandemie gedankt und vor allem auch den Mitarbeitern im Gesundheitswesen für den unermüdlichen Einsatz. Mit Blick auf das kommende Jahr bat Bayerns Ministerpräsident Söder um Geduld angesichts der ungewissen Auswirkungen der Omikron-Variante. Außerdem kündigt er eine bessere Kommunikation beim Krisenmanagement an. Ich selbst habe gelernt, dass das stramme Verkünden von Maßnahmen alleine nicht reicht. Wir müssen besser erklären, uns mehr Zeit für die Sorgen der Menschen nehmen und versuchen, alle mitzunehmen. Niemand soll mit seinen Sorgen und Zweifeln alleine gelassen werden. Denn auch wenn der Verstand es akzeptiert, kommt die Seele manchmal nicht nach. Andererseits bieten wir all denen entschlossen die Stirn, die unter dem Deckmantel von Corona versuchen, unsere Demokratie auszuhöhlen.